Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Flash Zweig Forest Kitty Last Stand. Und dieses Spiel ist recht witzig, wir sehen uns aber erstmal die Story an. Und zwar haben wir einen König, der gibt den Raccoons Geld, damit sie ein Schloss angreifen. Und zwar unser Schloss. Und diese Raccoons verkleiden sich und dann sind sie alle viel stärker und toller und süßer. Und wir sind halt diese Katzen, denen dieses schöne Schlösschen hier gehört. Und wir müssen unser Schloss beschützen vor den bösen Raccoons und müssen deswegen die ganzen bösen Raccoons hier attackieren oder angreifen. Und die haben sich halt alle verkleidet. Deswegen sehen einige von denen aus wie hier zum Beispiel Bomberman oder hier oben. Keine Ahnung, was soll das andere sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir unsere Katzen auch verkleiden, indem wir einfach die Kleidung der anderen Raccoons klauen. Und dann sind unsere Kätzchen auch stärker. Da, jetzt haben wir zum Beispiel auch noch den Joker bekommen. Und der Joker kann, beziehungsweise er hat eine 5%ige Chance, dass er von den Gegnern Leben klaut. Dann können wir hier einfach irgendein Kätzchen von uns so anziehen. Und dann weiter angreifen. Yay. Und so geht das jetzt erstmal weiter. Solange. Oh, ein Sonic. Und Mickey Mouse. Und der Typ von Freitag der 13. Geil. Und wir können natürlich noch hier upgraden oben. Was ist das alles? Das ist das die. Die Chance, dass hier irgendwas passiert von den Fähigkeiten, dass das öfters passiert. Der fischt Fische für einen. Das ist ein. Eine Krankenschwester, ein Krankenkitty KitKat. Dass halt öfters die Katzenkrieger wiederkommen. Das macht einen stärker, das macht einen Verteidigungsstärker und da greifen die Typen an, die hier oben auf unserem Schloss stehen. Beziehungsweise schneller halt an. Und wir können natürlich hier noch Fernkämpfer auswählen. Ach, das ist der von Star Trek. Jetzt erkenne ich das. Okay, wir nehmen den Bomber, weil wir nehmen erstmal alles. Wir können ja eh noch gerade nichts anderes machen. Okay, Sonic, stirb, du musst sterben. Okay, ich glaube, wir gewinnen das nicht. Ah, nee, der von Star Trek schafft das nicht. Oh nein, wir haben verloren. So. Okay, wir haben den Sonic bekommen. Geil. Den Sonic nehme ich gern. Und scheinbar ist das random, weil als ich eben das ausgetestet habe, da hatte ich gleich den Super Sonic von Anfang an. Das fand ich schon recht fresh, aber na gut, dann haben wir jetzt halt keinen Super Sonic. Na Sonic, du machst ja alle fertig. Und wir kriegen dann halt jedes Mal Fische. Und mit diesen Fischen können wir uns wieder aufleveln. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal, dass wir mehr Verteidigung haben. Denn mehr Verteidigung ist immer gut. Da haben wir eben einen fataler Treffer. Geil. Okay, Mickey Mouse, du musst sterben. Da oben ist sogar normaler Raccoon, okay. Interessant. Jetzt haben wir noch einen Mickey Mouse. Aber wir haben alles schon irgendwie ausgerüstet. Nee, dann sparen wir erstmal. Oh, wie geil. Ein Big Daddy. Ich will so einen Big Daddy haben. Und was sind die anderen? Sieht aus wie Son Goku. Aber ist wahrscheinlich nicht Son Goku. Aber sonst noch was? Was ist das denn? Soll das Harry Potter sein? Wahrscheinlich. Nee, aber wir lassen erstmal unsere Kätzchen so angezogen, wie sie sind. Das sind ganz schön viele normale. Ah, hier, das ist der eine von Star Wars. Die mit diesem Jackett, gell? Ich glaube, den kenne ich aus Star Wars. Da haben wir wieder den Sonic. Und den Neo. Auch nicht schlecht. Und Merida heißt die, glaube ich, oder? Die mit dem Bogen. Fataler Treffer. Geil. Okay. Wie, kein neues Kostüm? Okay, das ist ja schade. Oh, ich möchte ein R2-D2. Gib mir ein R2-D2. Oder ein Donkey Kong. Ich will Donkey Kong haben. Nein. Die R2-D2s waren zu stark. Okay. Was nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, es wäre gut, wenn unsere Leute ein paar Mal öfters wiederkommen. Bringt zwar jedes Mal nur 0,2 Sekunden mehr, aber immerhin. Sterbt. So. Sehr schön. Die kriegen wir auch noch hin. Easy. Ich weiß auch nicht, ob die Fernkämpfer weniger Leben haben als die Nahkämpfer. Oder ob die dann halt mehr Angriff haben oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt Merida bekommen. Und wir haben das tatsächlich geschafft. Oh, das ist nice. Merida kann alle Leute heilen. Okay, ich glaube, wir brauchen. Na, heilen ist eigentlich ganz cool. Ja, komm. Nehmen wir statt den Bomberman. Wer will schon einen Bomberman haben? So. Attacke. Warte, wir können noch aufrüsten. Nehmen wir nochmal Angriff. Angriff ist immer gut. Angriff ist die beste Verteidigung.
Okay, vielleicht auch nicht. Gut. Okay, das sind ganz schön viele normale. Die sterben relativ schnell. Sollte also gut werden. Ja, es gibt mir all die Fischchen. Ich will alle Fische haben. Und ich will so einen Big Daddy haben. Den würde ich sowas von ausrüsten, wenn ich den bekomme. Gib mir den Big Daddy. Gib ihn mir. Ah, ihr Verdammten. Ja, Big Daddy. Geil. Okay. Da hält auch alle. Okay, interessant. Nehmen wir den doch lieber statt hier den Sensen-Typen. Wie heißt der eigentlich? Aber der ist aus Freitag der 13., glaube ich. Und was bist du? Der kann auf jeden Fall doppelt angreifen. Ich weiß nicht, ob das... Das soll doch bestimmt jemand aus Dragon Ball sein. Auf jeden Fall sehen die Haare so aus. Okay, wen haben wir hier so? Donkey Kong, R2-D2, irgendein Jedi-Ritter. Oh, wir sterben schon wieder. Nein, Sonic, du bist unsere letzte Chance. Ah. Sonic ist leider gestorben im Kampf. Na gut, wen nehmen wir denn dann mal? Was ist das hier eigentlich? Reload Speed of Archers in the Castle. Ich weiß gar nicht, ob der hier an sich schon angreifen kann. Weil das... Moment. Ich mach den mal eben zu einem Harry Potter. Vielleicht bringt das mehr. Und ein paar Fischchen hier sind auch ganz toll. Hier, das ist nämlich der da oben links. Der fischt dann immer während wir kämpfen ein paar Fische. Jetzt kriegen wir schneller Fische dazu. Geil. Okay. Das ging ohne Probleme. Sehr schön. Wir haben einen Han Solo bekommen. Auch sehr geil. Okay, geil. Läuft. Guck mal, unsere Leute haben doch richtig viele Leben. Oh, okay, das wird schwer werden. Das wird richtig schwer werden. Na, mit ein bisschen Glück. Shit, Sonic ist tot. Rette Sonic, oh nein. Doch, könnte was werden. Nee, greift den Falschen. Oh, obwohl. Obwohl. Ah, knapp. Oh, richtig knapp. Harry Potter, wieso hast du nicht angegriffen? Kitty Potter hat zu viel Angst. Oh, was ist das denn? Hier oben kann man übrigens nachgucken, was die alle machen. Chance to create an hour enchanting attack all the cats in the... Oh. Das nehmen wir mal mit, statt... Ich weiß nicht. Statt den Typen da. Ich weiß eh nicht, wer das sein soll. So. Und Son Goku wäre eigentlich auch ganz geil. Komm, nehmen wir Son Goku. Son Goku ist cooler als der Typ aus Star Trek. Dafür darf der aus Star Trek aber hier oben rein. So. Okay. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Oh, wir können noch ein bisschen aufrüsten. Holen wir uns ein paar mehr Fische. Ich glaube, das ist für den Anfang besser. Dann kriegen wir nämlich richtig schnell Fische dazu. Ah, die zweite Welle ist eben abgehauen. Deswegen sind wir gleich in der dritten. Aber das ist doch schlecht für uns, oder nicht? Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es auch ein Ende? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind wir noch zu schwach für diese Gegner. Ja, wir haben den Jedi. Geil. Okay, die sollten wir auch noch schaffen. Jo, perfekt. Ah ja, guck, der hier oben greift jetzt auf jeden Fall mit an. Und wir haben hier irgendwo einen Jedi gehabt. Der kann Leute einfrieren. Hm. Okay, nehmen wir den Jedi statt Sonic. Tut mir leid, Sonic. Und wir sollten uns wieder ein bisschen aufrüsten hier. So, 7 Fische schon, das ist doch voll gut. Ein Fred Feuerstein ist dabei. Was haben wir da? Was ist das da oben? Hier haben wir. Ah, oh, hier den Lissop. Lissop! Ui. So. Okay, wieder einfache Gegner. Kriegen wir easy hin. Easy. So. 11,2 Sekunden nur noch, bis jemand wiederkommt. Geil. In der Zeit sind sowieso schon alle tot. Die holen dann einen Toten ab und dann sind die anderen aber trotzdem alle tot, bevor der wiederbelebt werden kann. Jetzt habe ich nicht geguckt, was wir eben bekommen haben. Ich will den Lissop haben. Lissop ist voll cool. Von One Piece. Oh Gott, es leben nur noch 2 Leute. Heilt schneller. Heilt doch schneller. Nein. Oh. Unser Joker hat leider verloren. Oh, wir haben R2-D2. Mehr Fische. Okay, das nehmen wir sowas von. Aber was geben wir dafür auf, ist die Frage. Heilung, Heilung. Heilung ist eigentlich sau gut. Tut mir leid. Tut mir leid, kleiner Joker. Oh, wir haben sogar... hier, wie heißt der? Monkey D. Luffy. Waffy im Deutschen. Was kann der? Was konnte der? Was stand da? Movement Speed.
Aha. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwelche Special-Attacken gibt oder so, wenn man mehrere aus einem Manga oder so nimmt. Das wäre natürlich auch cool. Wenn man so Charaktere nimmt, die zueinander passen, dass es dann irgendwelche Auswirkungen hat. So, die sollten wir auf jeden Fall auch locker hinbekommen. Jo. Sehr schön. Ich nehme mal das hier noch ein bisschen. Dann greift er ein bisschen schneller an da oben. Aber unsere Fische gehen schon recht gut hoch jetzt. Geht immer schneller. Und trotzdem verkacken wir immer in der dritten oder vierten. Verdammt. Okay, den einen haben wir noch bekommen. In der dritten oder vierten Welle verkacken wir immer. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht haben wir da oben noch irgendwas Besseres. Was auch immer das ist, wir nehmen es da mit. Und vielleicht sollten wir hier mal sparen, 500. Das lohnt sich, glaube ich. Ich spare jetzt 500. Easy. Die Hälfte haben wir eh schon. Boah, das geht ja echt sauschnell. Lass meine kleinen Kittykätzchen. Oh, schon in der fünften. In der fünften Welle schon, was? Wieso ging das jetzt so schnell? Aber ich glaube, die schaffen wir nicht, oder? Kann knapp werden. Noch haben wir ein paar. Doch, wow. Okay, geil. Gut, dann rüsten wir das hier mal auf. Ah ja. Das ist noch eine neue Katze. Dann nehmen wir mehr Fische. Mehr Fische sind nämlich immer gut. Haben wir noch irgendeinen, der mehr Fische gibt? Nee, schade. Okay, aber das ist cool. 5000, yo, genau. Mach's doch noch ein bisschen teurer. Na gut, ich glaube, wir sparen nochmal 500. Ich glaube, das ist sehr gut. Ah, oh, ein Visasam. Und ein Hellboy. Und ein Spider-Man. Und ein Fleckmon. Zwei Fleckmons. Wir haben Visasam bekommen. Oh nein, Visasam hat uns besiegt. Geil, was macht Visasam? Oh, Visasam ist leider nicht gut mit dem, mit der Attacke. Visasam könnte einen mit einem Schlag dann ausnocken, aber 3% ist halt echt gering. Die Chance, dass das irgendwann mal passieren sollte. Okay. Aber finde ich nett, dass jetzt immerhin schon zwei da oben angreifen. Eine Affenkatze und eine Affenkatze. Das sind zwei Affenkatzen. Wow. Kriege ich erstmal Lissop? Ich will Lissop haben. Ich habe keine Ahnung, wer diese gelben darstellen sollen. Ein gelben Power Ranger? Oder was soll das sein? Ein Frosch? Was ist denn ein Frosch? Chance to turn an enemy into a toad. Aha, okay, interessant. Ich baue mir hier erstmal noch einen Typen auf, der mit mir angreift. Und zwar nehme ich ihn hier. Ich glaube, Harry Potter bringt nichts, weil das, was der kann. Oh doch, auf All Cats? Okay, dann nehme ich Harry Potter. Los, Harry Potter. Du musst meine ganzen Leute healen. Fleckmon will ich ehrlich gesagt gar nicht haben. Der kann ja nicht allzu stark sein, obwohl er mich gerade hier so vernichtet. Oh, schaffen wir diese? Oha. Nice one. Und wir haben Fleckmon bekommen. Was kann der Fleckmon? Moment. Oh, 12%ige Chance, dass er wiederbelebt wird. Das ist gar nicht mal so kacke. Nehmen wir mal Fleckmon statt den Jedi-Ritter hier. Und ihn hier statt Han Solo. So, ich glaube, das ist ganz cool. Wir kaufen das noch einmal und jetzt haben wir wieder keine Fische. Achso, nein, der ist auf jeden Fall auch aus. Game Post. Der eine war auf jeden Fall auch aus One Piece. So. Genau, das Spiel gibt es kostenlos. Das könnt ihr auf kizi.com. Da gibt es irgendwie ganz schön viele coole Spiele. Spielen. Der Link ist dazu ist in der Beschreibung, falls ihr das spielen wollt. Und das heißt dann halt Strike Force Kitty Last Stand. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich mag das. Ich mag das sehr gerne. Obwohl man ja eigentlich nicht viel macht. Oh. Hä? Wieso ist diesmal diese fünfte Welle so richtig schlecht? Verstehe ich aber dieses Spiel. Ich verstehe es nicht. Oha. Na, schaffen wir auch die sechste? Das wäre ja mega.
Bestimmt kriegen wir jetzt einen Hellboy. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Na? Jupp. Hallo Hellboy. Was kannst du denn Schönes? Was ist denn der ist auf der zweiten Seite? Nö. Ach, Hellboy ist... Okay, interessant. Haben wir sonst noch irgendwas sehr, sehr Gutes? Irgendwie nicht, ne? Nö. Okay, mehr Kittykätzchen. Immer mehr Kittykätzchen. Jetzt kriegen wir schon 16 pro Sekunde. Ne, das wird nix. Das wird nix. Wer ist das da oben? Ach, wir sind jetzt schon bei Platoon 3. Warum das denn? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Los, alle Mann, Attacke! Raccoons dürfen nicht über die Kätzchen gewinnen. Aber ich möchte noch mehr Kittykätzchen. Noch mal Fische. So, das. Einfach alles. Immer weiter upgraden. Alles upgraden, alles! Wir kriegen viel zu viele Fische gerade. Kommen wir gar nicht hinterher mit den Upgraden. So, unser einer Typ wird auf jeden Fall gleich wiederbelebt. Hoffentlich ein bisschen schnell. Ja, wir haben Fleckmann wieder. Das ist ja sau süß. Oh Gott. Noch ein Bisasam? What? Wo ist der? Ich habe gar nicht noch einen Bisasam bekommen. Wieso sagt er, ich habe ein neues Outfit, obwohl ich Bisasam schon hatte? Der ist ja doof. Kann man die auch irgendwie upgraden? Nee, ne? Oder? Nee. Nur hier oben. Würde mich ja wundern. 5000 für noch so einen? Oder? Wir nehmen doch mal den hier. Oh, nö. Der Halo-Typ hat uns vernichtet. Ja komm, ich will zumindest zum Boss. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwann einen Boss gibt, aber ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis man da ist. Mau, Attacke! Bestimmt bei Platoon 10 kommt bestimmt der erste Boss. Könnte ich mir vorstellen. Moment, ich rüste das hier mal ein bisschen ab. So. 4,3 Sekunden. Jetzt greifen die alle in 4,3 Sekunden an. Das sollte doch einiges mehr Schaden machen. Weil die da oben können auch keinen Schaden bekommen. Das heißt, sie greifen auf jeden Fall einfach immer nur an. Ich glaube, das hat was gebracht. Ich glaube schon. So, noch ein bisschen Verteidigung. Verteidigung ist immer gut. So. Was sind das denn? Ach hier, das ist der aus Fallout. Aus Fallout, oder? Glaub schon. Ich glaub schon. Ich finde das süß. Ich will auch eine Fallout-Katze haben. Irgendwie kriegen wir in letzter Zeit keine Kostüme mehr dazu. Immer nur Kostüme, die wir schon hatten. So. Bisschen Angriff und Verteidigung und das und überhaupt. Easy. Und haben noch fast alle volle Leben. Okay, die Ebene wird auch gut sein. Nur Lizard wird ein bisschen schwerer, aber den haben wir auch gekriegt. Geil. Okay. Sollte auch kein Problem sein. Ich denke mal, wir kommen auf jeden Fall in die siebte. Oh, hier Verteidigung. Nehme ich mal mit. Sanji haben wir getötet. Nice. Wer ist das da oben? Keine Ahnung, wer das darstellen soll. Diesen Roboter kenne ich noch, aber ich kenne den Namen nicht. Oh, ein Raichu! Ich will das Raichu haben! Ich will den Raichu haben, das war ja super süß. Wen haben wir da eben bekommen? Hallo Raichu, wo bist du?
Wer ist das? Ist das nicht auch einer aus One Piece? Ich glaube schon. Ich will aber den Raichu haben. Da, Boss! Okay, wir haben Boss, wir haben Boss. Wir gehen jetzt auf... Verteidigung, Angriff und das. Und das. Und überhaupt. Okay, alle auf den Boss! Yo, was? Oh Gott, ich brauche einen neuen. Alter, der greift mehrere auf einmal an, oder wie? Warte, das können... Oh nein, nein, das wird nichts. Das wird ganz knapp nichts. Nein! Oh doch, meine Leute leben noch. Der eine lebt noch, zumindest. Oh Gott, heilt mein Typensteller. Das Gute ist, den wir da haben, der hat ganz viel Verteidigung. Oh, das könnte sogar was werden. Knapp, aber... Oh, oh. Ja, wir haben den Boss besiegt. Geilo. Okay, das werden wir nicht schaffen, das aber Aang. Aus Avatar. Und dann Kenny. Wie geil ist das denn? Ah, das ist schön. Das ist sehr schön. Der Verteidigungstyp bringt es voll. Der hält richtig viel aus und macht trotzdem so viel Schaden. Moment, haben wir noch irgendeinen, der Verteidigung gibt? Ihn hier oben, aber nur 5. Haben wir sonst noch irgendeinen besseren, der Verteidigung gibt? Irgendwo? Nee. Aber für was soll man den... Ich nehme den hier mal, so. Ich glaube, Verteidigung ist ganz gut. Nur wegen den Verteidigungstypen haben wir eben gegen den Boss gewonnen. Wir kriegen so viele Fische, das ist unglaublich. Dann machen wir hier noch ein bisschen Verteidigung. So. Und wir haben Lissop. Lissop! Was kann Lissop denn? Achso, nö, Lissop ist nicht gut. Okay, dann darf Lissop nicht mitkämpfen. Das tut mir leid. So, wir sparen jetzt nochmal kurz 5000. Dann... Oh, ein Sanji. Dann rüsten wir nochmal unsere Burg auf, um zu sehen, was passiert. Und wir haben den Sanji bekommen. Sanji ist einfach nur dick. Okay. Weiß ich auch immer. Raichu! Gib mir den Raichu! Ich will den Raichu! Gib mir bitte den Raichu! Ja! Danke! Okay, was kann das? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist besser als der Donkey Kong. Also, Raichu! Raichu ist jetzt unser Anführer. Foxzilla! Ne, Kuhnzilla! Gibt der eigentlich mehr Fische? Müsste er eigentlich, ne? Ja, der gibt auf jeden Fall mehr Fische. Oh, geil! Guck mal, wie reich wir werden! Ja! Okay, der ist weg. Und es ist keiner von unseren Typen gestorben. Aber gleich stirbt der Erste. Da ist wieder Kenny. Kenny ist böse. Und Aang ist auch böse. Aber ich glaube, die schaffen wir auch noch. Okay, wir haben ein Aang-Kostüm bekommen. Doch, die sollten wir schaffen. Kenny haben wir auch bekommen. Nice. Aang gibt noch mehr Fische. Oh. Okay, nehmen wir Aang statt Harry Potter. Wer braucht schon Harry Potter? Und... Da wurde ich angestopft. Geil. Machen wir das. 9 Sekunden nur noch. Geilo. Aber die brauchen wir jetzt auch gleich. Was soll das denn darstellen? Der da in der Mitte. Was soll das darstellen? Okay, ich kenne mich nicht aus. Auf jeden Fall ist das hier Cartman ein bisschen dünner. So. Komm. Letzte Runde. Genau, Platoon 3. Hau mal lieber ab. Ihr habt keine Chance gegen mich. Keine. Alter, meine Leute haben doch fast alle volle Leben. Das ist richtig nice. Krass, die ziehen mir einfach gar nichts ab. Ich hab... Ja, Platoon 5 ist auch abgehauen. Ich hab so viel Verteidigung, dass sie mir nichts mehr abziehen. Alter, nice. Beziehungsweise immer nur so richtig wenig. Und dann heilen einige Leute noch. Die Merida heilt andauernd. Wenn ihr wisst, wer das hier oben ist, der mit der Brille und der roten Cap, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Aber wir haben ihn jetzt. Wow. Okay, jetzt kommen wieder voll die schlechten Gegner nur. Und schon wieder ein Foxzilla. Ein Kuhnzilla meinte ich natürlich. Der sollte auch recht schnell sterben. Ich meine, unsere ganzen Leute leben noch. Hä, was habe ich denn jetzt verändert, dass wir plötzlich so viel aushalten? Ist ja mega krass. Alter. Okay, aber wir hatten auch eben nur die ganze Zeit schlechte Gegner, die nicht mehr verkleidet waren. Das Nudelholz.
Und wer das da in der Mitte ist, mit diesem lilanen Helm, weiß ich auch nicht. Aber wir haben ihn. Oh krass, okay, so weit waren wir noch nie, Moment. Mal gucken, was wir so bekommen haben. 13 Verteidigung, oha. Okay, Bisasam, du musst leider weggehen, tut mir leid. Wir setzen alles auf Verteidigung und die 5000 hätte ich auch gern. Oh, ein Minion. Da unten ist ein Minion und Zoro ist hier auch. Und da oben ist Son Goku. Ich will Son Goku. Gib mir Son Goku. Töte Son Goku. Gut gemacht. Krieg ich Son Goku jetzt? Nee. Oh Gott, heil schneller. Heil schneller. Oh. So close. Und ich habe Naruto nicht, Son Goku nicht bekommen. Alter, gibt's Naruto? Das wäre ja richtig nice. Aber gibt's bestimmt. Ich meine, hier gibt es alles. Ist dieser Lila denn irgendein Digimon oder so? Ich weiß es nicht. Okay, 2000 noch. Dann können wir uns wieder eine Erweiterung holen. Schon wieder? Hä? Geht voll schnell. Der gibt auf jeden Fall immer richtig schön an Fisch. Ich meine, da gibt immer 30 Fische, das ist doch voll nice. Und wenn er stirbt, dann glaube ich noch ein paar mehr, oder? Nee. Die sollten wir auch locker schaffen. Das Blöde ist, dass unsere Leute alle so gleichmäßig Leben verlieren. Das heißt, sie sterben dann immer alle gleichzeitig. Wäre viel besser, wenn die einen fokussen, dass der dann erstmal wiederbelebt werden kann. Ah, Green Lantern. Geil. Okay, die 5000 haben wir gleich zumindest. Son Goku, jetzt, meine Chance. Ich will Son Goku haben. Da waren zwei Son Gokus dabei. Gib mir Son Goku. Ihr müsst jetzt Son Goku töten, danke. Habe ich aber nicht bekommen. Oh. Dann ein Minion. Hä, ich krieg einen Mario, obwohl er gar nicht dabei war. Und einen Zorro. Und der Typ aus Adventure Time ist hier. Und der Zorro-Typi. Was haben wir sonst noch? Indiana Jones? Und wer war das andere? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier so? 16% Wiederbelebung, krass. Haben wir hier sonst irgendeinen guten? Mario heilt um 9%. Das ist ja besser als hier Merida. Nehmen wir mal Mario. Mario, du bist ganz schön cool. Du heilst nämlich gut. Was macht das? Chance to make two shots in a row. Fühle ich jetzt nicht ganz so gut. Haben wir noch irgendjemand da mehr heilt als 5%? Nee, oder? Doch, hier, 7. Nehmen wir dich. So, mehr Heilung ist immer gut. Haben wir sonst noch irgendwas Besseres? 5, 9, 3. Oh. Sieht gerade nicht so aus. Nö, na gut, dann nochmal weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall aber unsere 5000. Okay, wir kriegen dann einfach nur eine Katze dazu. Okay, okay, okay. Gar nicht schlecht, was brauchen wir denn noch? Heilung ist eigentlich immer gut, ne? Glaube ich. Wir nehmen mal Heilung. Merida, dann kämpfst du jetzt da oben mit. So. Vielleicht schaffen wir diesmal ja dann sogar Platoon 15. Das wäre schon richtig nice. Genau, Platoon 6. Hau mal lieber ab. Ja, auch kein Ding. Alles easy. Noch ein bisschen Angriff. Dann ist man später bestimmt so richtig stark. Genau, Platoon 8. Hau mal auch lieber ab. Godzilla wieder. Kein Problem für uns. Kein Problem. Kriegen wir locker easy tot. Der zieht jetzt so gar nichts ab. Ist so nice. So, nehmen wir das hier noch ein bisschen. Kannst ein bisschen pfeifen. Noch ein paar Son Gokus. Okay. Und wir haben einen Minion.
5%, okay, besser als Raichu. Nehmen wir den Minion. Jetzt ist der Minion unser neuer Anführer. Und wir haben Son Goku bekommen. Ist Son Goku ein Fernkämpfer oder ein Nahkämpfer? Okay. 7% Heilung. Okay, da ich Son Goku so geil finde, ist Son Goku jetzt unser Anführer. Mir doch egal. So. Noch einer von One Piece. Wieso sind hier so viele One Piece Charaktere? Ein goldener Naruto. What? Wie geil, und der bringt 18% Fisch ein. 18 fucking Prozent. Oh Gott, was gebe ich jetzt weg? Den hier? Ja, den da. Wir brauchen nicht so viel Verteidigung. 18% Fisch. Mega gut. Oh nein, Naruto ist schon tot. Nein, was mache ich denn jetzt? Heil schnell. Oh. Hätten wir eigentlich noch schaffen können. Okay. Letzter Versuch. Jetzt mit Naruto können wir eigentlich gar nicht verlieren. Und Naruto bringt ganz viel Fisch, weil er so ein verfressener Fischliebhaber ist. Verdammt, wieso hat er noch getreten? Oh nein, unser Naruto stirbt. Naruto, nein! Du musst leben! Lebe, Naruto, lebe! So. Was ist denn das eigentlich? Leben oder was? Ja. Ach so, die haben alle dieselben Leben oder was? Ich verstehe das nicht. Egal. Solange wir Naruto haben, ist sowieso alles gut. Genau, Platoon 12. Hau ab. Oh nein, ganz viele Source. Oh Gott. Bitte nicht Naruto töten. Ihr dürft Naruto nicht töten. Hey cool, wir haben Jake bekommen. Und den Zortypen. Okay, da schaue ich doch gleich mal nach. Der Zortyp hier heilt um 10. Okay, ich glaube... Moment. Der Zortyp kommt dann mal hier unten hin und... Der Typ da oben, wer auch immer das ist. Und wir haben noch irgendeinen bekommen, gell? Wir hatten noch... Ah, ihn hier, genau. Ne, okay, der ist nicht so gut. Das kostet zu viel. So. Vielleicht sollte ich... Ich lass mal kurz den einen da stehen. Dass er nicht so schnell stirbt, wollte ich eigentlich machen. Ich habe extra nicht gedrückt, damit mein Typi da schneller wiederbelebt wird. Und ich nicht so viel Schaden bekomme. Ist das eine Sailor Moon? Soll das eine Sailor Moon sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ein Iron Man. Oh Gott, wir haben gleich verloren. Wir brauchen mehr Leben. Na, ich glaube, das wird nichts. Gegen den Darth Sid schaffen wir das nicht. Nö. Na gut, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal für diese Folge. Vielleicht mache ich davon noch mehr Folgen, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr witzig. Ihr könnt mir mal sagen, wer ja das hier ist, der in der Mitte. Ich weiß es nämlich nicht. Und hier unten, der war eigentlich auch ganz cool. Weiß ja auch nicht, wer das ist. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es spielen wollt, dann Link in der Beschreibung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das Video jetzt ein bisschen länger geworden ist, obwohl das so ein kleines Flash-Game ist, wo man eigentlich immer nur dasselbe macht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss.